Vielleicht ist das dann, dass wir dann so einen komischen Raum sehen, wo wir dann irgendwelche Membranen anfassen können und dann sehen wir unsere Vergangenheit durch die Membran des Weltraums sozusagen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky im neuen Endurance Update. Meine lieben Freunde, seht nur, was wir hier vor uns haben. Das ist das Schiff, das ich als Belohnung bekommen habe, als ich neulich im Twitch-Stream die Drops aktiviert hatte. Das waren, glaube ich, die Drops von Tag 2 oder Tag 3. Auf jeden Fall gab es da ein Schiff am Ende als Belohnung, wenn man 3 Stunden im Livestream zugebracht hat. An der Stelle natürlich auch der Hinweis, ich werde in den kommenden Tagen auch ein bisschen No Man's Sky natürlich streamen. Wenn Drops möglich sind, werde ich sie natürlich aktivieren. Also immer mal gerne reinschauen. Und wenn ihr euch fragt, wie ich auf Twitch heiße ich genauso wie auf YouTube. Also könnt ihr gerne mal schauen. Und an der Stelle natürlich auch für YouTube, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns No Man's Sky in dem neuen Endurance-Update reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die komplette Playlist rein, die ist immer am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt oder am Ende, und ihr könnt gerne die Kommentare benutzen, ne, selbstverständlich, um mir mitzuteilen, wie ihr das findet. Ihr habt auch schon sehr positives Feedback gegeben, das finde ich natürlich nice, das freut mich sehr. Wir sind jetzt hier in einem ganz neuen System gelandet. Ich habe jetzt schon mal einen Warpsprung gemacht. Mein Ziel ist es jetzt, und das ist tatsächlich mal eine Episode, die ich ohne Livestream aufnehme, mein Ziel ist es jetzt, einen Frachter zu bekommen. Den Frachter bekommt man wohl kostenlos angeboten, wenn man 5-mal hintereinander irgendwie einen Warpsprung gemacht hat, nachdem man den Warpantrieb bekommen hat. Wir haben jetzt schon 3 Warpsprünge gemacht, das heißt, ich muss noch 2 machen. Das heißt, ja, wir steigen einfach mal ein, würde ich sagen. Ich habe dadurch, dass ich jetzt hier dieses neue Schiff bekommen habe, natürlich auch einen entsprechend voll aufgeladenen Hyperantrieb bekommen. Das ist übrigens hier die Ausrüstung gewesen, also das hier nicht, das sind die anderen Belohnungen gewesen, das war Feuerwerk. Habe ich noch nicht getestet übrigens, kann man aber durchaus auch testen. Genau, und das hat sehr, sehr viele Slots. Ja, es ist eine A-Klasse, das ist wohl auch ziemlich gut. Schadenspotenzial ist auch ziemlich gut. Ich musste allerdings die Laserkanone, die Photonenkanone wieder neu installieren, weil das Ding hat nämlich ursprünglich nur Raketen gehabt. Und ja, da ist die Aufladungsdauer sehr langwierig gewesen. Da kann man immer nur ganz wenig schießen. Deswegen, mir sind die Photonenkanonen dann doch lieber, insbesondere beim Abbau von Ressourcen sind die mir dann doch lieber, genau. Dann die Hyperantriebsreichweite ist immer noch genauso schlecht wie bei meinem anderen Schiff. Also da müssen wir mal irgendwie ein Upgrade installieren. Da kann man ja noch, was war das, Kathodenantrieb und was weiß ich nicht alles noch installieren. Also da geht noch was. Manövrierbarkeit gefällt mir besser als im anderen Schiff tatsächlich. Und es ist deutlich mehr wert. Ich glaube, das Ding hier ist 4 Millionen wert oder so. Mein anderes Schiff war nur 300.000 wert. Also ist schon mal ein deutlicher Unterschied, ja. So, jetzt will ich gleich mal gucken, ob meine neu installierten Laserkanonen, Photonenkanonen, ob die auch funktionieren. Warte mal. Raketenwerfer haben wir jetzt eine Photonenkanone. Genau, die müssten jetzt da installiert sein. Schauen wir mal, wir suchen uns mal einen Asteroiden, dass wir das mal schnell testen können. Ja, und dann gehen wir direkt auf Warp, würde ich sagen. Gehen direkt ins nächste System, weil das hier ist ziemlich lebensunfreundlich, habe ich festgestellt. Okay, funktioniert sehr gut, perfekt. Nice. Dann gehen wir mal auf Warp, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben jetzt hier keine Aufgaben in dem System. Ich bin einfach nur weiter gewarpt. Wir müssen jetzt quasi so lange auf Warp gehen. Naja, genau, das waren die schwarzen Lochdaten, die wir von Polo bekommen hatten. Der hatte ich nämlich gefragt, als ich in der Anomalie meine Belohnung abgeholt habe. Das muss man nämlich in der Anomalie machen. Habe ich den nach schwarze Loch-Locations gefragt. Und ich meine, wir sind da so ein bisschen auch auf dem Weg dahin gewesen. Jetzt haben wir hier die Wahl. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken hier mit freiem Umschauen. Wo genau ist jetzt dieses schwarze Loch? Oder wo soll das sein? Ich glaube, das hier ist der Pfad zum schwarzen Loch irgendwie. Tarnovo Ende. Was ist das? Was ist Tarnovo Ende? Ist das eine Atlasstation? Tarnovo Ende, außerhalb der Sprungreichweite. Das ist aber nicht das schwarze Loch. Ach, das haben wir schon besucht. Ah, da habe ich eine Basis anscheinend. Stimmt, das hatten mich einige gefragt, ob ich schon eine Basis habe. Ja, anscheinend schon. Ich glaube, ich habe... Das muss eine Sache gewesen sein, die ich in dem ersten System, wo ich hier angefangen hatte zu spielen, gemacht habe.
Nämlich, dass ich mir eine Basis irgendwie gebaut habe. Aber anscheinend habe ich das nicht lange gemacht, weil ich habe nämlich ursprünglich weniger als 2 Stunden gespielt in dem Spielstand. Da ist, glaube ich, das schwarze Loch, genau. Naja, wir springen jetzt einfach mal nach Suyamama. Suyamama, genau, zur Mama springen wir jetzt einfach mal. Oh, guck mal, ja, das passt. Da sind auch richtig viele Planeten. Da können wir ganz viel erkunden. Ihr habt mir auch gesagt, ich soll immer zuerst zur Station, damit ich dann immer auch gleich die Stationen quasi registriere, dass ich da schon mal war, weil dann wird nämlich auch dieses Sprungtor in der Station aktiv und dann kann man nämlich zu den vorhergegangenen Systemen einfach über diese Gates springen und da braucht man dann keine Warpzellen, wenn man in die vorangegangenen Systeme springen möchte. Oh, das sieht sogar gut aus, ich glaube. Notfallsignal. Ja, da ist es schon. Geil, geil, geil. Ah! Ich glaube, ich schieße die mal gleich ab, da, die Zapfen. Die Heslons. Warte mal, ich will mal kurz gucken, wie das ist, wenn ich Raketen benutze. Raketenwerfer. Vernichte die Piraten. Genau, wir müssen die jetzt vernichten, dann kriegen wir nämlich dieses Raumschiff. Oh ja, oh. Habt ihr das gesehen? Das sieht ja mal richtig geil aus. Ja, jetzt hat er mir hier irgendwie die Raketen abgeschossen. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. Warte, das ist ja manchmal nicht so einfach. So, warte. Oh, das war ein guter Treffer. Das war ein guter Treffer, glaube ich. Ja, komm her, komm her, komm her. Ah, hä, hat er das jetzt abgeschossen? Also manchmal muss ich sagen, checke ich das nicht so ernst. Ich glaube, ich wechsle mal jetzt auf die Laser. Ich glaube, das ist ganz gut, die Schilde zu schwächen mit einer Salve von Raketen und dann die Laser zu benutzen, die Photonen, damit man dann. Oh, da hat er sich geheilt, das kleine Schweinchen. Damit man dann schon mal so ein bisschen Schaden machen kann. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfekt, perfekt, perfekt. Mach ihn platt, jawohl. So, und jetzt den nächsten. Also das Schiff ist eindeutig, sieht eindeutig mehr Land beim Kämpfen als das andere, was wir bisher hatten. Weichen wir mal ausgeschickt. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist er denn? Da ist er. Warte. Ja, da hat er Abwehrmaßnahmen gezündet oder so. Ich glaube, ich muss warten, bis er mir den Rücken zudreht mit den Raketen. Genau, jetzt muss ich schießen, glaube ich. Ja, so richtig geklappt hat das jetzt auch nicht. Aber er muss abdrehen, guck mal. Ja, gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht eigentlich. Ja, jetzt bin ich zu langsam im Drehen. Aber die Manövrierbarkeit ist auch besser im Kampf. Also ich muss nicht so lange nachziehen irgendwie. Ja, der hat anscheinend irgendwelche Abwehrmechanismen da. Der scheint irgendwie ein bisschen besser dagegen anzukommen. Ich nehme mal die Photonen. Mal gucken, ob das besser funktioniert. Der ist ein bisschen härter, der Kollege hier. Ich glaube, ich habe ihn ganz gut eingeseift jetzt. Was ist er denn jetzt da? Nee, du wirst dich jetzt nicht heilen. Kleines Schweinchen, du. Jetzt. Und jetzt auf die Raketen und dann volle Breitseite. Wo ist er? Da ist er. Ah, Mann. Das ist aber auch nicht einfach. Wieder schießen, schießen. Oh. Da macht er mir hier Laser-Damage. Was soll denn das? Mit seinem Todessternlaser hier. Ja, du wolltest mich hier. Willst mich hier einfach so mal nehmen? Ja, das kannst du vergessen hier, Kollege. Yes! Ja, taumelt er, jawohl, und platt ist er. Weltraumretter, rettet den Frachter. Ich glaube. Nicht in Reichweite. Ach so, da hinten. Warte, ich muss mich mal aufladen, glaube ich. Warte. Ja, wie ging das nochmal? Man konnte sich irgendwie hier Ausrüstung aufladen. Genau. Welcher Frachter ist denn. Moment mal, jetzt muss ich mal gucken. Wo ist denn der Frachter, den ich retten muss? Es ist schon der da, oder? Fliegen wir mal dahin schnell. Nicht in Reichweite. Warte mal, ich muss, glaube ich, nochmal aufladen. Mein Schild ist irgendwie immer noch nicht. Das geht irgendwie nicht. Mist, ich habe nichts mehr zum Aufladen. Das ist jetzt natürlich mega ungünstig. Ich hatte nämlich, ich glaube, ich hatte das Natrium, was ich hatte, das musste ich ausgeben. Das musste ich ausgeben für die Upgrades im Schiff. Ach du meine Güte, das ist jetzt natürlich. Ah, das ist jetzt natürlich mega ungünstig hier, ne? Vielleicht hätte ich noch mal kurz einen Zwischenstopp machen sollen. Wechsel mal schnell hier auf die Laser. Wir müssen erstmal einen von denen erstmal platt machen, wenigstens, damit die uns nicht ganz so krass hier auf den Ball kauen. Je weniger mich beschießen, desto besser ist es auf jeden Fall.
Und immer schön ausweichen auch. Ganz wichtig, damit sie mich nicht treffen. Komm schon. Boah, ja genau, diese blöden Laser immer. Ah. Okay, das ist gar nicht so ohne hier, meine lieben Freunde. Ah. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Das ist jetzt ungünstig, dass ich nichts zum Aufladen habe. Ey, richtig ungünstig. Ja, das ist es nämlich. Dann können sie mich nämlich relativ schnell platt machen. Ach, Mist. Dann sind das auch noch so viele, ey. Ich versuche erstmal Abstand zu halten. Erstmal gucken, dass ich versuche, mich aufzuladen erstmal. Gott, sind das viele, ey. Helme. Vielleicht sollte ich erstmal versuchen, irgendwie zur Raumstation zu kommen. Warte mal, wir fliegen erstmal zur Raumstation. Den Frachter, den können sie, glaube ich, gar nicht zerstören. Erstmal versuchen, erstmal rollen und keine Ahnung. Weil das sieht nicht so gut aus. Ich habe nur noch 4 Raumschiffchen. Ich drehe mal so ein bisschen, dass sie mich nicht kriegen. Wir müssen erstmal Zeug bekommen zum Heilen. Zur Not muss ich mal ein bisschen Natrium noch kaufen. Ich habe ja ein paar Credits. Impulsantrieb wieder online, okay. Sprung nicht möglich. Gott sei Dank ist die Station direkt nebenan, ey. Flieg hin, schnell, mach, komm, jawohl. So, jetzt sind wir erstmal safe. Das habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass ich nichts mehr habe, um mein Schild aufzuladen. Das ist ja heftig, ey. Was ist denn jetzt eigentlich kaputt? Ist jetzt irgendwas kaputt gegangen? Deflektorschild, ja, ist halt... Warte mal, aber in meinem Anzug ist auch nichts mehr? Ich kann nichts mehr aufladen? Das ist ja blöd, ne? Aber auf jeden Fall sind wir jetzt hier schon mal an der Station. Das ist nämlich, also diese Frachtergeschichte mit den Piraten, das ist nämlich genau das. So, ich rede jetzt mal nicht mit den Aliens. Ich sorge jetzt mal dafür, dass wir erstmal das Schiff repariert kriegen. So, also da brauchen wir dann, schauen wir mal, kaufen. Natrium, genau. Quantencomputer gibt es hier auch. Warte mal, wir machen mal Natrium. Aminokammer, Alter, was gibt es da bitte alles? Ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass ich das ganze schöne Geld jetzt für Natrium ausgeben muss, zumal das hier auch mehr kostet. Ja, so ist das halt, ne? Einen Ionen-Akku nehmen wir vielleicht auch noch mit ein paar zum Aufladen. Die sind nämlich hier billiger, hätte ich vielleicht lieber die kaufen sollen, ne? Egal. Mit was kann ich mein Schiff eigentlich von der Struktur her reparieren? Oder wird das hier automatisch gemacht eigentlich? Vielleicht, wenn es lange keinen Schaden kriegt? Müssen wir mal gucken. Wenn es lange keinen Schaden kriegt, wo sehe ich denn meine Integrität? Erstmal, ah, der Schild ist wieder aufgeladen. Hä, wieso ist er jetzt? Ja, der lädt sich ja automatisch auch auf. Aber im Kampf kann ich ihn halt nur, ne? Verdächtiges Päckchen. Ach, das habe ich gerade gekriegt, als ich den Piraten getötet habe. Da haben einige gesagt, im Live-Chat, dass es besser ist, am Anfang die zu verkaufen tatsächlich. Später lohnt sich das wohl erst, die zu öffnen. Aber ich heb das jetzt einfach erstmal auf. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich, wenn wir die Piraten platt machen, kriegen wir wahrscheinlich noch ein paar. So, jetzt haben wir erstmal wieder Aufladezeug für den Schild. So, jetzt fliegen wir wieder dahin. Muss ich mal schauen, ist es jetzt noch aktiv? Ja, das war jetzt blöd. Ich hatte das nicht auf dem Zettel, dass ich keine Aufladungsmöglichkeit habe. Dass ich halt kein Natrium habe zum Aufladen. Ja, das sieht alles nicht mehr so kampfmäßig aus jetzt. Gibt's was im Funkgerät zufällig? Keine Kommunikatorsignale. Nee, dann... Dann ist das wohl nix. Na, egal. Die Station haben wir ja jetzt. Aber warte mal, da hinten sind noch welche. Ich flieg mal dahin. Aber das sieht auch nicht aus wie ein Kampf. Normalerweise, wenn gekämpft wird, gibt's immer diese Blitze überall. Na, mal hier ein paar Ressourcen mal mitnehmen. Tritium ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Wenn wir den Impulsantrieb aufladen wollen. Die haben jetzt auch mehr unterschiedliche Formen, die Asteroiden. Früher war das alles sehr uniform gewesen, kann ich mich erinnern. Sieht alles ein bisschen cooler aus jetzt. So insgesamt. Was? Anomaliedetektor. Neuer Gegenstand katalogisiert. Was habe ich... Anomaliedetektor. Das habe ich gerade bekommen, oder? Anormales Zielsuchgerät. Ein geometrisches Signal zur einmaligen Verwendung, das den Umgebungsbereich eines nahen Weltraums auf Anomalien untersucht. Diese Objekte sind äußerst unberechenbar. Oh. Das ist ein Zufallsobjekt anscheinend. Krass.
Ein unberechenbares Objekt, naja. Tolle Sache eigentlich, ne? So, ich glaube, ich gehe nochmal auf die Galaxiekarte, weil ich glaube, das sieht mir hier jetzt auch nicht nach Kampf aus. Wir springen einfach nochmal woanders hin. Wo können wir denn als nächstes noch hinspringen? Achso, warte mal. Vielleicht nochmal schnell die Planeten kurz mal scannen noch. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier eigentlich so am Start ist. Mal schauen, ob die ein bisschen lebensfreundlicher sind als auf dem letzten. Beim letzten Mal waren wirklich nur so ätzende Planeten, super ätzende Planeten. Alles irgendwie super ätzend. Paradiesisch! Da möchte ich jetzt aber schon auch mal gerne landen, um mal zu gucken, wie das aussieht. Was ist das da? Unwirtlich. Oh, guck mal, das ist ein Waterworld da hinten. Sieht aus wie ein Wasserplanet. Ah, zugefroren. Okay, ja gut. In aktiviertes Kupfer gibt es da. Hohe Wächteraktivität. Das ist natürlich nervig. Was ist das da für einer? Ausgetrocknet. Wüstenplanet. Arrakis. Na gut, dann... Den hatte ich noch nicht, oder? Doch, hatte ich schon. Okay, dann... Ich will mal da landen. Einfach nur mal so, weil ich es kann. Scheint ja viel Wasser drauf zu sein auch. Ich will mal wissen, wie so ein paradiesischer Planet aussieht. Also wie das da so ist. Bestimmt sehr paradiesisch. Könnte ich jetzt schätzen. Ja, das sieht sehr rot aus, ne? Wow. Ah, das ist schon geil immer gewesen bei No Man's Sky, wenn du so in die Atmosphäre so reingeflogen bist mit deinem Raumschiff und so gelandet bist. Das haben sie von Anfang an schon immer ziemlich cool hingekriegt. Nice, nice. So, wie sieht das jetzt hier aus? Was gibt's hier jetzt so Schönes? Bremst mal ein bisschen. Pflanzen gibt's hier. Pilze. Ein Pilzplanet. Gibt's irgendwo ein Objekt, was interessant ist, wo man vielleicht mal was erforschen kann oder so? Vielleicht irgendwie ein Gebäude oder irgendwas? Da sind irgendwelche Pflanzen. Nochmal scannen. Ah, da hinten ist ein Haus. Immer zu den Häusern hinfliegen. Das sind immer meistens wichtige Sachen. Oder halt, es ist halt ein Speicherpunkt. Okay, das ist ein Speicherpunkt. Das ist eher uninteressant. Oh, warte mal, da ist irgendwas. Ah, das ist Technologie, okay. Also so ein abgestürztes Ding. Hier haben wir eine Ruine. Oh, ganz viele Ruinen. Warte mal, lande mal hier. Hier will ich mir gleich mal die Worte abholen. Sonst fehlen mir die Worte. Gleich mal aussteigen hier. Paradiesisch. Guck mal, Biom wohlig, Wächter nicht anwesend, Flora reichlich, Fauna ergiebig. Das wäre eigentlich ein idealer Base-Planet. Hier haben wir keine nervigen Wächter, die uns ständig auf den Geist gehen. Wir haben einiges, was wir entdecken können. Guck mal, wie viele von diesen Ruinen hier alleine sind. Und ich glaube, Ressourcen haben wir ja auch das ein oder andere. Und die Planeten im Umkreis sind auch recht interessant eigentlich. Den merken wir uns mal. Oh, was ist das da? Warte mal. Ich habe da was Lustiges gesehen, glaube ich. Haha, das sind solche Dinger. Okay, das sind irgendwelche Hüpfpflanzen. Geil. Hüpfpflanzenwürste. Man kennt sie. Da hinten sind noch mehr Ruinen. Das ist hier, glaube ich, um Wörter zu lernen, ist das ein ziemlich geiler Planet. Und auch so, die Atmosphäre scheint cool zu sein. Man hat so gut wie keinen Verbrauch bei der Lebenserhaltung, also nur ganz wenig. Das ist eigentlich ganz cool. Und fliegende Fische gibt es hier auch. Und es ist ein Gag-Planet. Das heißt, ich lerne endlich mal meine eigene Sprache vernünftig. Das ist ja cool. Merken wir uns mal den Planeten, würde ich sagen. Also für später. Ich will jetzt ungern eine Episode Basebau machen. Also ich werde das auch noch machen, dass ich noch Basen baue und so. Aber ungern würde ich das jetzt machen. Was ist das? Auch ein fliegender Fisch. Ein Kopffisch. Ein fliegender Kopf. Der hat eine Wolke, die er hinter sich herzieht. Eine blaue Wolke. Sind das Halluzinogene? Warte mal. Nee, leider keine halluzinogenen Eigenschaften. Ich meine, gut, vielleicht habe ich auch schon längst Halluzinogene eingeworfen und sehe deshalb fliegende Fische. Das kann natürlich auch sein. Oder solche Geschichten hier. Will ich nicht ausschließen, dass es vielleicht daran liegen könnte. Ah! Was ist da?
Aha, wie geil das aussieht. Aha, wie geil das aussieht. Aha, wie geil das sieht so geil aus. Oh Gott, es ist so lustig. 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 Ja, das war immer das Geile an No Man's Sky. Die ganzen Viecher, die man so finden kann. Es gab auch riesige Jabbas und sowas. Das gab so, so geile Viecher. Und es sollen jetzt noch mehr Viecher drin sein. Noch mehr Variationen. Noch mehr Spaß. Wassertiere ja auch. Stimmt, warte mal, Wassertiere. Da können wir gleich mal ins Wasser gehen und mal gucken. Mal baden gehen. Und schon habe ich meine Mission wieder vergessen. Was ist das hier? Ah, das sind Pflanzen. Schon habe ich meine Mission wieder vergessen, dass ich ja eigentlich einen Frachter bekommen wollte. So ist das bei No Man's Sky. Ah, guck mal, was ist das? Säutier. Achso, das ist ein Jetpack-Boost. Schauen wir mal unter Wasser. Also Unterwasserbiome gibt es jetzt auch, wie gesagt. Sehen wir auch hier, gibt es ganz andere Pflanzen unter Wasser. Und teilweise auch Tiere. Was ist denn das da? Kristallsulfid. Ich markiere mir das mal. Mal wissen, was das ist. Kann ich das abbauen? Muss ich das abbauen? Huch, jetzt habe ich gescannt. Warte mal, ist hier ein Fischschwarm? Ja, warte mal, hier ist ein Fischschwarm. Was? Ah! Oh Gott! Das ist aber auch neu, oder? Ah, da kann ich die Dinger abgreifen, da, die Kristalle. Ah! Da kleben Kristalle außen dran und ich kann die abgreifen quasi. Ja, dann, und dann bricht das Ding aus, wenn ich da zu lange dran bleibe. Also ist so eine Art, ist so eine heiße Quelle ist das quasi, kannst du sagen. Das ist ja cool. Da ist noch ein Fisch. Immer schön die Kreaturen scannen, wenn wir dann irgendwann mal wieder auf der Anomalie sind, kriegen wir nämlich dann dafür wieder Belohnungen und so in Form von Naniten. Und natürlich, wenn wir die jetzt scannen, kriegen wir auch sofort Credits überwiesen. Noch irgendwas hier? Irgendwelche Viecher? Irgendwas? Nee. Okay. Ja, das ist doch cool. Also, man sieht schon, ne? Es ist... es gibt einiges, was man sehen kann und machen kann. Also, No Man's Sky, habt da auch viele von euch geschrieben, dass sie das jetzt auch wieder spielen, weil das halt jetzt einfach mal... Jetzt ist es eigentlich ja, wie gesagt, an dem Punkt angekommen, an dem Zustand, wo es eigentlich von Anfang an hätte sein sollen. Hier, warte mal, noch die Steine scannen, kriegen wir auch mal ein bisschen Geld. Weil, das war ja am Anfang, wie gesagt, so eine Story, aber ja, wir wollen ja auch jetzt nicht ständig auf der Vergangenheit rumreiten, nicht wahr? Aber ich finde es halt schon bemerkenswert, wie man so einen U-Turn so hinkriegt, so einen 180-Grad-Dings. Das ist halt totales Commitment, so 100% Commitment. Und das ist schon geil. So, da sind wir wieder im Weltraum und ich würde sagen, wir springen jetzt noch einmal. Einmal noch springen und vielleicht haben wir ja Glück und kriegen mal noch ein Dings, ein Frachter. Da hinten, das ist das schwarze Loch, oder? Mach mal rechte Maustaste. Kann ich da hinspringen schon? Wieder keiner. Ich spring da mal jetzt hin. Das ist bestimmt die schwarze Lochsmarkierung. Ist bestimmt eine gute Idee, da hinzuspringen zum schwarzen Loch. Mal gucken. Soll sehr lustig sein. Habt ihr mir gesagt. Soll besser sein jetzt mit den schwarzen Löchern als vorher. Die haben jetzt irgendwie neue Eigenschaften bekommen. Irgendwie neue Gravitationseigenschaften und so, dass man, wenn man da in der Nähe ist, dass da Sachen passieren irgendwie. Da ist es tatsächlich. Es ist tatsächlich ein schwarzes Loch. Es ist ein... Das sieht wirklich viel geiler aus, auch glaube ich, als früher. So, jetzt ist die Frage. Sollte man da hinfliegen? Ihr habt mir schon irgendwie gesagt, wenn man da in der Nähe von so einem schwarzen Loch ist, kriegt man Schaden oder so. Was haben wir denn hier für Planeten beim schwarzen Loch? Dass da überhaupt noch Planeten am Start sind, ist schon beachtlich auch. Ausgetrockneter Planet. Was haben wir hier? Da ist erstmal eine Raumstation wieder. Katastrophales Terraforming. Na, das ist wieder so eine tote Welt quasi dann. Wenn das katastrophales Terraforming hat. Aber viel mehr ist hier auch gar nicht, oder? Das schwarze Loch ist halt da. Der eine Planet da. Und das war's schon wieder. Wo ist denn nochmal? Kann man das schwarze Loch scannen? Warte mal. Nicht wirklich, oder? Sieht nicht danach...
Hä? Guck mal, das verschwindet einfach irgendwie. Das ist ja geil, die Strahlen werden irgendwie absorbiert von dem schwarzen Loch. Ist ja logisch, ne? Das schluckt ja auch alles. Gibt's auch irgendwelche... Guck mal, es gibt doch so Anomalien, wenn ich da so gucke. Selbst mein Interface wird schon vom schwarzen Loch aufgesaugt. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, da hinzufliegen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich meine, was kann schon schief gehen, wenn man zum schwarzen Loch fliegt? Ich muss aber mal gucken, wie viele Planeten haben wir denn hier in dem System eigentlich? Da sind doch viel mehr. Da muss noch irgendwie was sein. Da ist die Raumstation. Ich muss mal ein Stück rausspringen, so ein bisschen nach oben, dass wir mal gucken, wo noch andere Planeten sind. Hinter dem großen scheinen sich ein paar zu verstecken noch. Oder vielleicht hinterm schwarzen Loch. Bremst mal. Da ist noch einer, siehst du? Der sieht auch nicht gerade gesund aus. Planet mit hoher Energie. Natrium gibt's da. Hohe Wächteraktivität. Ja, hohe Wächteraktivität ist immer unangenehm. Dann steigen die. Ah, da sind noch zwei. Direkt nebeneinander ist auch krass. Gefrieren der Planet. Ja, aggressive Wächter, okay. Das ist natürlich auch nicht so geil. Hyperboreischer Planet. Das ist Nadelwald, glaube ich, so. Auch so ein bisschen eher so in der Frostrichtung. Und sonst? Sonst ist, glaube ich, nichts. Also katastrophales Terraforming ist immer nicht so geil. Da ist auch nicht so viel los, glaube ich. Dann fliegen wir jetzt erstmal zur Station, würde ich sagen. Und dann kann ich ja mal einen Speicherstand setzen, indem ich einfach mal in der Station in mein Raumschiff einsteige und wieder aussteige. Oder umgekehrt, aussteige und wieder einsteige. Weil dann habe ich nämlich ein Safe-Game gesetzt und dann fliegen wir mal zum schwarzen Loch. Ich will mal wissen, was dann passiert. Da fliegen wir einfach mal rein. Vielleicht ist das dann, dass wir dann so eine komische, so einen komischen Raum sehen, wo wir dann irgendwelche Membranen anfassen können und dann sehen wir unsere Vergangenheit durch die Membran des Weltraums sozusagen. Und dann müssen wir nur jemanden finden, der uns nur genug liebt, dass wir mit ihm in Kontakt treten können und dann können wir die Vergangenheit beeinflussen. Der absolute Wahnsinn, ich sag's euch, meine lieben Freunde. Mindbending. Mindbending Kram geht hier. Ah, genau. Ah, erstmals Inventar vergrößern. Das habe ich bei der letzten gar nicht gemacht. Bei der letzten Station, glaube ich. Anzug verbessern, genau. Mehr Platz im Inventar ist immer wichtig. Das ist eigentlich mit das Erste, was man machen muss eigentlich. Dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. So, jetzt mal gucken. Jetzt lohnt sich das jetzt schon mit den Aliens zu sprechen? Ja, eigentlich nicht. Nee, das ist schon okay so. Haben wir erstmal jetzt das aktualisiert hier. So, jetzt müsste es auch gespeichert. Ich steige nochmal sicherheitshalber nochmal ein und nochmal aus, damit es nochmal das gespeichert hat mit dem Anzug. Ich glaube nur aussteigen speichert, aber einsteigen nicht. Das ist das alte Rein-Raus-Spiel hier, ja. So, jetzt bin ich nochmal eingestiegen. Okay, jetzt müsste es gespeichert sein. Dann los. Auf zum schwarzen Loch, meine lieben Freunde. Stopp und dann mal gucken. Das schwarze Loch, das schwarze Loch. Ah, guck mal, da sind die beiden Frostplaneten da. Da ist es. Okay. Dann mal los. Ich bin gespannt, was passiert. Wow, was? So groß ist das gar nicht. Ich flieg mal einfach so drauf zu. Das scheint sehr klein zu sein. Okay, dann, Oh mein Gott. Ich hab ein bisschen Angst. Okay. Da passiert etwas, meine lieben Freunde. Ich komme mir gerade vor wie der Typ aus 2001 Odyssee im Weltraum. Der dann so komische Gesichter gemacht hat am Ende. Das klang wohl nicht so gut, glaube ich. Da ist irgendwas passiert. Okay. VMAX-Spore-System, Euklid-Galaxie. Ich glaube, wir haben gerade einen ganz schönen Sprung gemacht. Kann das sein? Habe ich Schaden bekommen irgendwie? Schwarzes Loch Warp zurückgelegt. Erfolgreiche zurückgelegte Entfernung. 1,4 Millionen Lichtjahre? Ich habe keinen Schaden genommen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und wir sind bei einem unbekannten Planeten angekommen. Eiskalt. Ich sag ja, ich habe immer das Glück, dass ich immer irgendwelche Eisplaneten dann bekomme irgendwie. Oder finde. Das ist unglaublich.
Ja. Nochmal scannen. Hat er nicht gemacht jetzt? Was ist das für ein Planet? Giftiger Planet. Jetzt sind wir hier wieder in so einem Eulensystem. Momente mal. Ist das alles hier schon ein Planeten? Was ist der da? Giftiger Planet. Warte mal, wo sind wir denn hier eigentlich gerade? Da sind noch ein paar. Das verdeckt mir hier anscheinend wieder die Sicht. Wo sind wir denn jetzt hergekommen eigentlich? Wir sind jetzt anscheinend ganz woanders gelandet. Wow, was ist das für ein riesen Asteroidenfeld, Alter. Ah, da ist noch einer, wa? Das ist noch was. Radioaktiver Planet. Vom Paradies in die Hölle, oder was? Das ist ja unglaublich. Okay, warte kurz. Was ist das? Ah, das ist der eiskalte Planet, okay. Da muss noch einer sein. Da. Was ist das? Ein trostloser Planet. Ja, da finde ich mal einen paradiesischen Planeten, wo ich denke, ja, ich kann mich wieder da aufbauen und so. Und dann bin ich wieder weg. Aber wir können ja da mit zu der Station dann wieder springen über dieses Tor. Glaube ich. Oh, was ist das da hinten? Ist das ein... Ne, das ist nur Background, glaube ich. Ja, da bin ich mal gespannt. So, wir fliegen jetzt mal zur Raumstation. Damit wir gleich das Tor mal aktivieren hier. Dann können wir nämlich dann auch wieder zurück. Ja, und irgendwie, das mit dem Frachter hat jetzt nicht so wirklich geklappt, weil ich da halt, glaube ich, versagt habe mit dem Kampf bei den Piraten so ein bisschen. Schade, ärgerlich. Im Grunde habe ich ja nicht mal versagt. Ich hatte einfach nicht genug Energie zum Aufladen. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, ich hätte noch genug. Na, so kann es gehen. Manchmal irrt man sich halt einfach. Merken, bevor wir einen Frachterkampf machen, auf jeden Fall immer genug Schildenergie dabei haben zum Aufladen. So, sehr schön. Dann schauen wir mal nach. Jetzt muss ich mich nochmal orientieren mit den Systemen. Die Systeme, die da aufgelistet werden, weil ich habe mir jetzt blöderweise nicht gemerkt, wo dieses paradiesische System war. Aber die müssten da eigentlich in Reihenfolge aufgelistet sein, glaube ich. Raumstationen, gucken wir mal. Das war Suya Mama, ne? Glaube ich. Suya Mama war das. Ich meine schon. Okay. Ich meine, wir können ja da mal hin zurückspringen eigentlich. Das hier, das System hier, weiß ich nicht, ob das so toll ist. Ehrlich gesagt. Wir können ja erstmal hier nochmal schnell gucken. Das war... Hatte ich jetzt hier schon... Ja, hatte ich gemacht. Nee, hatte ich nicht. Moment. Das ist ja wieder eine neue Station. Moment, ich kann ja hier wieder meinen Anzug verbessern. Das muss man immer machen, ganz wichtig. Immer den Anzug verbessern. Ja, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich mir den Frachter dann im Livestream anscheinend besorgen werde. Wenn wir dann wieder das streamen. Warte, hier ist, glaube ich, noch was wichtig. Nee, schade. Manchmal liegen die Naniten auch einfach auf dem Tisch rum, tatsächlich. Dann kann man die einfach abgreifen. Hier zum Beispiel. Verschlüsselte Navigationsdaten oder Naniten liegen manchmal auch rum. So, dann Anzug-Upgrade. Kann ich es mir leisten? Jo, kann ich. Nice. Aber gerade noch so. 64.000, hatte ich 60.000 kostet. Sehr schön, da können wir jetzt ja hier ordentlich was mitnehmen. Guckt euch das mal an hier. Nicht schlecht. Warte mal, was waren das eigentlich für Kristalle, die ich da bekommen habe? Schnellübertragung. Ich übertrage das mal ans Raumschiff hier. Sehr nice. Also mein Raumschiff hat jetzt schön viel Platz, mein Anzug hat jetzt schön viel Platz. Jetzt haben wir schon mal deutlich mehr Platz, um Sachen mitzunehmen. Das ist schon mal sehr positiv, würde ich sagen. Dann gehen wir jetzt vielleicht mal nochmal schnell... Nee, wir machen jetzt mal so einen Warp-Sprung. Also es müsste so sein, wenn ich durch dieses Portal gehe, mein Raumschiff müsste mitkommen dabei. Wenn ich durch das Stationsportal gehe. Das müsste immer dabei sein dann. Ich weiß jetzt aber nicht, haben die das jetzt so gemacht, dass das was kostet? Oder kann ich das kostenlos machen? Raumstation. Hier, Suya Mama. Wir springen mal zur Suya Mama. Suya Mama Orbit.
Genau, jetzt springen wir quasi von einer Station zur anderen Station. Das Raumschiff kommt mit. Und das müsste eigentlich funktionieren. Das sieht irgendwie geiler aus als der andere Warp nochmal. Also diese Warp-Effekte sehen irgendwie geil aus. Sieht aber anders aus als früher. Meine ich. Früher war der visuelle Effekt nochmal anders. Davon. So, da sind wir bei der Suya-Mama. Mein Raumschiff ist da. Suya-Mama-System. Das müsste das sein mit dem... Huch, was ist denn hier eigentlich? Steht irgendeine Mikrowelle auf dem Tisch. Das müsste das sein mit dem paradiesischen Planeten jetzt eigentlich, wenn ich mir jetzt nicht sehr geirrt habe. Und ja, ich weiß, wir haben rechts unten noch die Hauptquest. Alles mit diesem Sichel-Symbol ist, glaube ich, die Hauptquest. Inmitten der Sterne Signalbooster herstellen zum Triangulieren. Das können wir, glaube ich, überall machen, auf jedem Planeten. Ist, glaube ich, egal, wo wir das machen. Deswegen haben wir auch keine Markierung in der Welt dafür. Ich will mal gucken, ist es das mit... Ja, das ist der. Sehr gut, okay. So findet man die wieder, genau. Perfekt. Und kein Notruf. Kein Notruf, kein gar nichts. Aber jetzt können wir immerhin schon mal ganz schön weit durch die Galaxis hin und her springen. Weil wir haben ja jetzt quasi dieses schwarze Loch durchreist. Das heißt, wir sind jetzt... Wir haben irgendwo jetzt dann nochmal eine Station, wo wir auch hin können. Um halt ein bisschen größere Entfernung noch zu überbrücken und so. Aber letztendlich das Ziel bei No Man's Sky ist ja, den Mittelpunkt zu erreichen vom Universum. Es ist halt immer die Frage, ob man sich vom Mittelpunkt eher entfernt, wenn man ein schwarzes Loch benutzt, oder ob man sich annähert. Das ist so ein bisschen das Ding. So, hier war noch irgendwie... War hier nicht noch ein Planet mit viel Natrium oder so? Jetzt hat er die wieder entdeckt. Salz. Kobalt. Ich will mal gucken. Ich will mal gerne auf einem Planeten landen, der ein bisschen Natrium hat, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen, einen kleinen Vorrat uns zusammensammeln können, falls wir dann doch nochmal in den Kampf kommen. Mit Piraten, dass wir uns dann immer schön aufladen können auch. Das wäre schon irgendwie geil. Warte mal, da drüben ist noch einer. Was war das? Unwirtlich. Kupfer, Pyrit. Nee, das ist nicht... Irgendwo war doch so ein Natriumplanet hier. Warte, da... Da, oder? Das ist ein... Pyrit, nee. Wie war das da? Natrium, genau. Hohe Wächteraktivität. Wir fliegen mal dahin. Wir fliegen mal dahin und landen mal da. Weil ich brauche Natrium. Da muss ich mir das nicht wieder kaufen. Dioxid gibt es da auch. Und aktiviertes Kupfer. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Aktiviertes Kupfer ist sicherlich besser als normales Kupfer, würde ich jetzt schätzen. Würde ich jetzt annehmen. Hohe Wächteraktivität klingt natürlich unangenehm, aber ja, müssen wir zusehen. Zugefroren ist bestimmt auch nicht besonders angenehm so, von der Umwelteigenschaft her. Danach müssen wir halt dann Urlaub auf einem paradiesischen Planeten machen, dann passt das schon. Frostkristalle gibt es auch. Ja, Frostkristall ist immer so ein Indiz dafür, dass das auf jeden Fall kein warmer Planet ist. Ja, ganz schön weit weg, ey. Selbst mit Impuls schon fast eine Minute hinfliegen. Ist schon ganz schön krass. Ist am Outer Rim quasi. Ja, bin ich mal gespannt. Ist auch gar nicht so klein. Der ist einfach nur weit weg. Aber sieht cool aus da mit diesen blauen Flecken. Auf der Oberfläche. Die haben, glaube ich, die Darstellung von den Planeten aus dem Weltraum auch teilweise nochmal verbessert. Guckt euch das mal an. Das sieht vielfältiger aus auf jeden Fall. Ah, das sind so Inseln, okay. Na, dann müssen wir uns mal eine große Insel suchen. Nehmen wir doch gleich mal die hier. Und dann bin ich mal gespannt. Ist jetzt die Frage, ist das eigentlich eine Eisdecke oder ist es Wasser? Das ist ja eigentlich, bei zugefroren müsste es ja eigentlich eine Eisdecke sein, ne? Landen wir mal hier. Nee, sieht aber... Schönen Felsen direkt vor der Nase. Nächstes Wasser tatsächlich. Gefährliche Whiteouts. Na toll. Oh, guck mal. Es ist so geil. Es ist einfach so episch. Oh, wie geil. Das sieht aus wie... Das erinnert mich an irgendwas. In welchem Film war denn das nochmal, wo so ein Kind sich in so ein Tier verwandelt hat? Weil es irgendwie verflucht war. War das in die unendliche Geschichte? Nee.
Ich überlege gerade. Das sieht aus wie der Grinch. Jetzt stimmt, jetzt fällt es. Aber nee, das hat nichts mit. Egal. Das sieht aus wie der Grinch. Guck mal, ich habe den Grinch gefunden. Oh, ich glaube, wir haben gerade. Oh, ach du meine Güte. Guckt euch mal den Sturm an. Nein, lass mich rein, um Gottes Willen. Ach du meine Güte, wie schnell das runtergeht, ey. Heftig. Der Grinch macht hier schlechtes Wetter gerade. Guck mal, wie alles einfriert. Selbst mein Raumschiff friert komplett ein. Heftig, Umwelt. Minus 130 Grad. Ja, angenehm, ne? Vielleicht lieber eher unterirdisch fortbewegen. Das könnte vielleicht eine Idee sein auf dem Planeten. Mich interessieren ja vor allem eh die Rohstoffquellen. Müssen wir mal gucken. An dieser Stelle ist diese Folge No Man's Sky jetzt wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen täglich Videos, also abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge No Man's Sky. Bis dann, ciao, ciao.